Dein Slam. Hallo, ich bin Anna Kletzer und ich erzähle heute etwas, wie sich der Einsatz von Produktplatzierung auf die Glaubwürdigkeit von Influencern auswirkt. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Influencer ein Deo bewerben? Deos kennt jeder und Deos benutzt auch hoffentlich jeder. Und bei Deos ist natürlich besonders wichtig, dass die Wirkung einfach stimmt. Denn ich glaube, keiner möchte stinken. Wie ist es jetzt also, wenn ein Influencer ein Deo von einer unbekannten Marke bewirbt? Sagt, das ist das beste Deo, was ich jemals hatte. Die Wirkung ist total klasse. Ich kann gar nicht mehr ohne dieses Deo. Würde man dann dem Ganzen Glauben schenken? Würde man sich das Produkt anschauen und vielleicht sogar kaufen? Würde man dabei also dem Influencer vertrauen? Hier vielleicht nochmal ein reales Beispiel. Für alle, die viel im Social Media unterwegs sind, haben vielleicht die Marken Lelün und Hello Body schon mal gesehen. Lelün ist eine Marke, die qualitativ hochwertige Kleidung aus Bambus herstellt und Hello Body stellt tierversuchsfreie Pflegeprodukte her. Beide Marken waren bisher eben relativ unbekannt und dann wurden sie sehr, sehr stark über Influencer beworben, sodass ich denke, jeder sie schon mal im Social Media mittlerweile gesehen hat. Lelün bewirbt dabei sowas wie Jumpsuit oder auch Leggings und hat aber eine sehr eingeschränkte Produktauswahl eigentlich. Und Hello Body ist da ganz ähnlich aufgestellt. Die haben ein kleines Produktsortiment, aber man bekommt die Pflegeprodukte immer in Serien. Das haben sie so ein bisschen gemein. Beide sind sie relativ hochpreisig, aber eben über große Rabatte, die sie durch die Influencer bekommen, spart man dann schon eine ganz schöne Menge. Manchmal bis zu 50% sogar. Was uns direkt ins Auge springt dabei, ist das Wort Werbung. Mittlerweile fast überall gekennzeichnet Werbung, Anzeige, Product Placement oder PR. So, man verliert total den Überblick und weiß gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich real, was ist wirklich selbst gekauft und was ist vielleicht doch bezahlt. Ich meine, es ist schon verständlich, dass zu den Aufgaben von einem Influencer oder zu der Arbeit dazugehört, bestimmte Produkte eben zu präsentieren und zu bewerben. Aber wie glaubwürdig sind denn die Influencer dabei eigentlich? Um das Ganze vielleicht mal zu zeigen, wie relevant es eigentlich ist, schauen wir uns das mal von finanzieller Sicht an. Hier sehen wir einmal die Ausgaben für Werbemittel im Vergleich 2016 zu 2019. Schauen wir uns das einmal an, sehen wir, die Ausgaben für Internetwerbung sind eben deutlich gestiegen. Fassen wir da Desktop- und Mobile-Ansicht noch zusammen, sind sie sogar deutlich höher als die Ausgaben für Fernsehwerbung. Und das wird schon was heißen. Denn Fernsehwerbung ist ja eigentlich so bekannt als die teuerste Werbung überhaupt. Wenn jetzt also ein Influencer bezahlt wird dafür, dass er ein bestimmtes Produkt vorstellt, dann fallen diese Ausgaben eben auch in diese Internetausgaben rein. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel von der Influencer-Seite. Hier gewählt Bibis Beauty Palace, da selbst meine Eltern sie kennen und deswegen gehe ich davon aus, die sollte fast jedem ein Begriff sein. Bibis Beauty Palace hat ca. 7,5 Millionen Follower auf Instagram mittlerweile. Und ein durchschnittlicher Post bekommt so an die 650.000 Likes. Was natürlich schon eine ganz schöne Menge ist, wenn man sich die Person einmal auf einem Haufen vorstellt. Wenn jetzt unsere Firma mit dem Deo ankommt und möchte, dass Bibi dieses Deo gerne bewirbt, dann müsste sie zwischen 13.000 und 22.000 Euro für einen Post zahlen. Für einen Post, das ist ein Bild und ein Text. Und das ist natürlich verdammt viel Geld. Wie so ein Post aussieht, sehen wir hier nochmal an einem selbstgewählten Beispiel. Wir haben oben immer das Bild, da ist das Produkt entweder sehr unauffällig integriert oder aber die Influencer zeigen das fröhlich in die Kamera. Dann haben wir auf jeden Fall immer die Kennzeichnung Werbung, Anzeige, PR. Und im Text wird dann suggeriert, dass das Produkt schon seit Ewigkeiten verwendet wird, dass es ohne man das gar nicht mehr leben kann, es ist super, die Wirkung ist klasse und es ist nur zu empfehlen. Dabei stelle ich mir halt immer die Frage, ja, welchen Einfluss haben dann diese ganzen Produktplatzierungen eigentlich auf die Glaubwürdigkeit von den Influencern? Um die Frage so ein bisschen zu beantworten, habe ich erstmal sehr viel Literatur recherchiert. Und zu diesem Zeitpunkt gab es tatsächlich zu dem Thema noch gar nicht so viel Literatur, da einfach, es ist so ein aktuelles Thema ist mit den Influencern an sich. Das gibt es ja noch gar nicht mal so lange. So. Ich habe dann aber gerne, weil ich halt gerne einen Fragebogen machen wollte,
eine Umfrage habe ich eben nochmal geeignete Skalen recherchiert, damit das Ganze eben auch statistisch Hand und Fuß hat. Und mit diesen Skalen habe ich dann, konnte ich den Fragebogen erstellen und diesen dann eben rausstreuen in die Welt hinaus, habe den bei Instagram, bei Facebook, bei WhatsApp verteilt und tatsächlich auch bei YouTube, zum Beispiel unter das Video von Bibis Beauty Palace. Denn meine Hoffnung war, dass tatsächlich auch die jüngere Generation, so ich sag mal 11, 12, 13-Jährigen, auch an diesem Fragebogen teilnehmen und man eben auch von denen eine Einschätzung bekommt. Und tatsächlich hatte ich Glück, denn die Altersrange ist von 11 bis 65, nämlich relativ groß. Insgesamt haben 342 Leute teilgenommen. So, und letztendlich wurde meine Umfrage ausgewertet, die Ergebnisse mit Hilfe einer Regressionsanalyse. Und die Ergebnisse schauen wir uns jetzt einmal an. So, hier kommen wir zum ersten Ergebnis. Und zwar sehen wir hier ganz deutlich, dass eben die Glaubwürdigkeit sinkt, je mehr Produkte, praktisch Produktplatzierung eingesetzt werden. Also können wir uns eigentlich auch schon so ein bisschen auf den Menschenverstand irgendwie herleiten, ist eigentlich logisch. Wenn wir überall nur noch Werbung sehen, dann ist es ja vielleicht auch unrealistisch, dass das irgendwie eine eigene, echte Meinung ist. Und dann empfinden wir den Influencer praktisch als unglaubwürdig. Also je mehr Produktplatzierung, desto weniger glaubwürdig. Wie sieht das Ganze aber aus, wenn wir den Influencer vielleicht schon sehr lange verfolgen? Vielleicht kennen wir ihn sogar privat, können uns gut mit ihm identifizieren, finden ihn sehr sympathisch dabei. Wie wäre es also, wenn wir uns sehr emotional verbunden mit dem Influencer fühlen? Und dazu machen wir jetzt ein kleines Gedankenexperiment. Jeder stellt sich jetzt seinen Lieblingsfilmcharakter oder aus der Serie vor. Ein Charakter, den man sehr sympathisch findet, mit dem man sich gut identifizieren kann, den man vielleicht einfach sehr attraktiv findet, den man gut findet. Und dann stellen wir uns jetzt alle mal vor, wenn dieser Charakter jetzt ein Deo vorstellt, was das tollste Deo ist, wo man kein Schweißproblem mehr hat, auch nicht stinkt, alles gut, top, würden wir dann überlegen, dieses zu kaufen? Beschäftigen wir uns damit? Und würden wir uns es letztendlich kaufen? Darüber sollte man vielleicht mal nachdenken, denn letztendlich ist diese Beziehung ja keine andere, als die Influencer mit ihren Followern haben. Die Ergebnisse, die bei mir dabei rumkommen, sehen wir jetzt. Zuallererst schauen wir uns an, was passiert, wenn man sehr schwach emotional gebunden ist an Influencern. Dann haben wir ein recht ähnliches Ergebnis zu vorhin. Nämlich, je mehr Produktplatzierungen eingesetzt werden, desto weniger glaubwürdig wird der Influencer empfunden. Ist auch wieder klar. War ja gerade schon, wenn wir alles nur noch mit Werbung zugeballert sehen, dann überblickt man das Ganze gar nicht mehr und weiß gar nicht mehr zu differenzieren, was eigentlich Sache ist. Wie ist es jetzt aber, wenn man sehr stark emotional gebunden ist? Das sehen wir hier. Also, wenn wir sehr stark emotional an den Influencer gebunden sind, dann steigt die Glaubwürdigkeit mit zunehmendem Einsatz von Produktplatzierung. Das heißt, je mehr Produktplatzierungen eingesetzt werden, desto glaubwürdiger wird er empfunden. Wieso das so ist tatsächlich, kann ich gar nicht sagen. Dazu müssten wir jetzt einen Psychologen hinzuziehen. Aber was wir daraus schließen können, wenn wir jetzt aus Unternehmenssicht gerne mit einem Influencer zusammenarbeiten möchten, dann sollten wir vielleicht darauf achten, welche Beziehung hat die Community zu diesem Influencer? Besteht da eine sehr intensive Interaktion? Sind die wohl sehr stark emotional gebunden? Oder wirkt es so, als wenn das vielleicht viele Follower sind, die aber eigentlich nur den neuesten Klatsch und Tratsch mitbekommen möchten? Darauf sollte man vielleicht achten und dabei sind weniger Follower vielleicht einfach mehr. Damit bin ich auch schon am Ende und ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche noch eine angenehme Zeit.